Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden versuchen, das zu verhindern. Gut. Okay. Sie fernhalten, das haben wir wohl verstanden. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Sehr gut. Turm verteidigen. Ja, jetzt natürlich die Frage, welche hier einer hin... Nichts kann mich aufhalten. Vorboten ihres Schicksals. Oh, oh, oh. Wir müssen echt gucken, dass wir hier verschiedene Positionen am besten einnehmen. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Okay. Neue Opfer. Diese Verzögerung ist sinnvoll. Neutralisiert Commander Shepard. Am Arsch. So, alles klar bei euch? Noch ist alles gut hier, wie es aussieht. So, der Collector ist auch down. Noch nicht ganz. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigung. Boah, scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Kleines Rambo-Kommando hier. Scheiße, Mann, ich sitze hier in der Falle. So, das klappt doch ganz gut hier mit dem Ziehen. Hier ein bisschen Munition einsammeln. Da kommen noch mehr. Oh. Es ist immer so, dass noch mehr kommen. Tja, da hast du recht, mein Freund. Okay, dann gucken wir mal, wo die gleich herkommen werden. Oder ja, oben. Direkt auf den Arm. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Ja, super. Da kommen noch mehr. Wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Okay. Ziel wie sonst was hier. So, der kann fliegen. Den hauen wir weg. Okay, alles klar. Weiter, weiter, weiter. Vorsicht, Vorsicht. Boah, was ist das denn hier? Vorboot ist wieder da. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie können sich nicht widersetzen. Scheiße, das bringt hier nichts. Deckung ist nicht gut genug. Sie sind kurzsichtig. Okay, okay, hier, verstecken. Ab in Deckung hier, Freunde. So, jetzt aber hier. Guardian Schiffsabwehrbatterie bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Hier, Freunde, wir brauchen euch hier. Boah. Scheiße, scheiße, scheiße. Deckung, Deckung, Deckung. Boah, so viele auf einmal. Ich schaff euch. Hab ich dich. Nicht unbedingt einfach. So, die liegen down. Direkte Intervention ist notwendig. Ja, komm her, komm her. Sie werden den Schmerz kennen. Kommt Rambo, Mann. Boah, scheiße, ey. Wir machen hier den Rambo, ey. Ryo Moni. Zur Abwechslung mal hier. Das kann's nicht gewesen sein. Da kommen sicher gleich noch mehr. Ja, kommen sie auch. Aber noch haben wir hier alles im Griff. Scheiße, Mann. Was kommt jetzt? Boah. Boah, was ist das denn? Wow. Edie, wir brauchen das System online. Ich weiß nicht, was das ist, aber erstmal Abstand halten. Da bringt auch die Kryo-Moni nichts. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Scheiße, scheiße. Bringt, glaube ich, nicht viel. Okay, schön. Verstecken. Boah, fuck, ey. Komm schon, komm schon.
Oh oh. Lauf, lauf, lauf. Scheiße, wo seid ihr, Mann? Danke für die Hilfe. Nee, Panzerung, Panzerung. Mein Angriff hat nicht funktioniert. Ja, scheiße, die Runde ist leider leer. Yeah, direkt auf den Arsch. Okay, Barriere ist wieder oben. Verstecken! Okay. Oh, fuck, fuck, fuck. Weg, weg, weg. Was machen wir, was machen wir? Laufen, laufen ist immer gut. Ja, ein Magazin haben wir noch. Komm, komm, komm. Jetzt aber, komm. Scheiße, scheiße, Deckung, Deckung. Boah, fuck, fuck, fuck. Haben wir's, haben wir's? Wir haben's, Freunde. Boah, das war knapp. Okay. Gut, dass wir die Verteidigungstürme errichten konnten. Lassen Sie sie nicht entkommen! Scheiße, Mann, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Was sollen wir tun? Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Es war ein guter Kampf, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard. Tja. Captain der Normandy. Ashley. Erster menschlicher Spectre. Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delam. Zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Tja, so ist das, Freunde. Ich dachte, Sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle. Tja, ich war tot. Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Sie sind jetzt bei Cerberus? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldung? Wow, ihr Typen dreht ja echt durch. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Tja, Cerberus ist nicht der Feind, deshalb sind sie auf der Horizon. Ich arbeite nicht für Cerberus. Cerberus ist nicht der Feind. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Jetzt auf einmal, oder was? Sie uns allen den Rücken zukehren. Sie haben die Allianz verraten. Anderson. Und sie haben mich verraten. Tja, kommen Sie drüber hinweg. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie müssen sich auf die aktuellen Ereignisse konzentrieren. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn sie dahinter stecken? Brainwash. Was ist, wenn sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Ich hasse die Typen ja auch, aber sie sind wirklich nicht die einzige Bedrohung da draußen. Okay. Ja, sie sind zu emotional, sie wollen also nicht zuhören. Ich sehe schon, für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Sie tauchen nach 2 Jahren auf und erzählen mir, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten.
Ihre Vernunft haben sie anscheinend schon vor langer Zeit verloren. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Tja. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Auf Wiedersehen. Tolle Aussichten. Bis dann, Ash. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Tja. Ash wird wohl nicht unser neues Crewmitglied werden. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Tja. Ash und Shappy, ey, ne? Krasse Waffe, ey. Weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll, ey. Weiß irgendwie nicht. Nun ja, chaotischer Schaden, alles, das haben wir ja bereits gesehen. Ja, wir werden wahrscheinlich auch als nächstes dann mal zur Zitadelle aufbrechen. Oder irgendwann mal Tali suchen, wo auch immer sie sein mag. Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir sie bereits gefunden. Im Herzen. Vielleicht auch nicht. Der Unbekannte. So, was jetzt? Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Tja, mag sein. Es war unser erster Schlag. Wie können wir sie beim nächsten Mal finden? Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ködern? Boah. Keine Kolonieangriffe mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? In der Tat. Ich habe getan, was ich konnte. Die Sache ist erledigt. Ich bin frei, klar im Kopf und ganz auf die Mission fixiert. Genau das wollte ich hören. Shepard. Sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Okay, mein Team ist gut. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Okay. 3 Dossiers, da bin ich ja mal gespannt. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. In der Tat. Wir schaffen das, Freunde. Jacob. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihrer Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Tja, klar. Vergangenes hinter uns lassen, nicht wahr? Da fliegen sie zu dem Planeten Histrom. Achso, okay. Mh. So, das machen wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal. So, die Frage ist jetzt ja natürlich, was kommt als nächstes, Freunde, ne? Haben wir noch ein paar Forschungsupgrades mal eben ganz schnell. Biotischer Schaden können wir noch erhöhen. Machen wir. So, Waffen-Upgrades haben wir ja auch noch. Oder Prototypen haben wir jetzt neue. Schwere Hautgewebe, was ist das denn hier? Kybernetik-Upgrade. Oh,
10% Gesundheit, Shepard, Alter. In die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben, die den erlittenen Schaden durch die meisten Angriffe dramatisch reduzieren. Sie dienen außerdem als Leitung für Medigel und verbessern somit die Heilung. Super. Was ist das denn hier? So, diese Kräfte neu ausbilden. Ja, da weiß ich noch nicht, was das gut, ob das gut ist oder so. Kräfte neu ausbilden. Panzerung, genau. Sekunde. Biotische Wirkungsdauer. Oh, 20% Dauer von biotischen Kräften. Okay. 5000 hier, Medigel. Tech-Dauer. Haben wir das schon hier? Oder wieso können wir das nicht machen? Er fordert ein Tech-Schaden-Upgrade zum Freischalten. Universalwerkzeugs-Upgrade. Okay. Traumamodul. Okay. Biotische Wirkungsdauer. Machen wir das doch mal hier. So, das haben wir. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter, Freunde? Neuen Vorbild, alles klar, biotische Wirkungsdauer. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay, Kräfte neu ausbilden. Achso, das ist neu wahrscheinlich. Mal gucken, was jetzt... Oh, Dossier Tali. Krass, super. Machen wir gleich direkt als erstes. Jacob, das Geschenk der Größe. Der braucht noch irgendwas hier. Der hatte noch ein persönliches Anliegen auf jeden Fall. Die Kollektoren aufhalten. Cerberus hat festgestellt, dass eine Alienspezies namens Kollektoren Kolonien der Menschen angreift. Sie stellen ein Team zusammen, um dieser Bedrohung der Menschheit entgegenzutreten. Genau, ein Team zusammenstellen. Okay. Ja, wir müssen weiterhin die Dossiers hier klar machen. Das heißt, wir werden jetzt gleich Tali suchen und dann geht es hier langsam los, hier mit diesen Missionen. Versteckte Shadowbroker. Cerberus hat Informationen über kürzlich erfolgte Käufe des Shadowbrokers. Oh, krass, Liara. Okay, sie erhalten das, was Liara benötigt, um den Aufenthaltsort des Shadowbroker zu ermitteln. Das ist auch, glaube ich, ein Add-on, genauso wie das mit der mit dem Dossier der Attentäterin, oder? Astari. Materialchen, okay. Okay, so, was gibt es jetzt hier? Attentäterin? Tane Kryle, Spezialist für schnelles Töten. Miranda. Das sind jetzt hier dann diese ganzen Jobs quasi. Aber erstmal müssen wir gleich halt Citadel der Rat und die Meisterdiebin machen. Aber erstmal machen wir Tali. Was ist denn hier los, Mann? Tali Zora, Fassnehmer, Expertin für Kampftech, Hackerin. Ah, die brauchen wir echt im Team, Mann. Kampftech und Hackerin haben wir ja noch gar nicht. Wir sind biotisch, dann haben wir eine Kampftech-Erfahrene und dann brauchen wir noch irgendwie so einen Spezialist zum Töten, zum Beispiel Garrus oder so. Technisch sehr versiert, mit der Normandy vertraut. Die quarianische Technikerin wurde früher als Tali Zora nah, Raya geführt und erhielt ihren heutigen Namen. Nachdem sie vor 2 Jahren Shepard beim Kampf gegen Saren geholfen hat, Tali ist derzeit für den Admiralitätsrat der Migrantenflotte in geheimer Mission auf Hellstrom tätig, mitten im Gebiet der Gate. Du Scheiße. Müssen wir denn dahin? Fliegen sie zu dem Planeten Hellstrom in dem von Gate kontrollierten Dolan-System. Scheiße, Mann, echt jetzt, ey? Boah, da müssen wir erstmal speichern, ey. So, Freunde. Biotische Wirkungsdauer. 20%, ey. Komm schon, das machen wir jetzt. Kann's kaum erwarten, Tali wiederzusehen. Und deswegen fliegen wir jetzt mal hier wieder zurück. Ja, 20% biotischer Schaden haben wir eben auch schon gesehen. Dann machen wir erstmal einen Massenportalsprung. So, wo soll's denn hingehen? Oh, hier, bald Serpentnebel-Zitadell. Tali rekrutieren, Außenzone. Boah, wo ist die denn ganz? Mann, Mann, Mann. Ja, Freunde, wir brechen auf in den Außenrandsektor Dolan. Hellstrom nach Hellstrom, okay. Wo ist das denn hier für ein gigantischer Stern? Krass, ey. So, dann wollen wir mal direkt jetzt aufbrechen zum Hellstrom-Planeten. Was haben wir denn hier? Hellstrom war früher eine quarianische Kolonie, die die Phänomene auf Dolan, dem Stern des Systems, beobachten sollte. Dolan schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einen roten Giganten wurde befürchtet. Hellstrom wurde 1896 CE von der Gate übernommen.
Kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seiner angegliederten Raumstation ab. Die einzige Reaktion der Geth auf die mögliche Bedrohung durch Dolin in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Die Magneteruption und die Sonnenstrahlung von Dolin lassen dort praktisch keine Kommunikation zu. Und es ist unklar, wie die Geth dieses Problem gelöst haben. Scans von Bionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Hestrum im großen Maßstab gebaut wurde und dass sich tausende von Geth-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Geth-Software-Bewusstsein dort aufhalten. Okay. Wie viele Geth sich auf dem Planetenoberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Dolin mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans aus der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnungen auf Basis der Abbau-, Raffinerierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Geth legen nahe, dass der Planet noch etwa 20 Jahre lang genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind. Geheimdienstexperten spekulieren, dass die Geth deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in Reserve behalten wollen. Hinweis: Hellstrom ist eine Hochburg der Geth. Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Tarntechnologie sind bislang unbeschädigt aus dem Geth zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Scheiße, Mann. Und hier ist Tali unterwegs? Auf so einem gefährlichen Planeten? Scheiße, Mann, ey. Hoffentlich befindet sie sich nicht in Schwierigkeiten. Und wenn, dann sind wir da. Wir müssen sie dort rausholen. Bin sehr gespannt. So, wen nehmen wir denn mal jetzt hier? Also wie gesagt, Jack können wir leider überhaupt nicht gebrauchen, weil wir ja dieselben Fähigkeiten haben. Finde ich jetzt auch komischer... Gruppenauswahl. Hier ist noch unbekannt wahrscheinlich. Info oder was? So. Biotische Kraft, bla bla bla. Mhm. Asari, was haben wir hier? Tali, okay. Garrus nehmen wir direkt mit. Wen nehmen wir noch mit? Den Doc Mordin? Oder doch lieber den Grunt? Nee, komm, wir nehmen den Doc mit. Okay. So, was haben wir jetzt hier, Freunde? Ziehen will ich eigentlich gar nicht skillen. Nur kaum vielleicht, ich weiß es noch nicht. Kryo-Munition auch eher weniger, aber dafür vielleicht Brand. Weil Brand benutzen wir wirklich relativ häufig. Das brauchen wir noch. Angriffsmeisterschaft wäre natürlich super. Wenn wir das mal bald... Schockwelle, Sturmangriff. Dann werden hier... So, Schildstärke 75%. So, Schockwelle haben wir ja auch noch am Start. Schockwelle. Ich weiß noch nicht so genau. Schockwelle. Oder doch lieber Sturmangriff. Brandmunition benutzen wir auch relativ häufig eigentlich, ne? Also theoretisch müssen wir erstmal die Brand skillen. Machen wir. Oh, hier haben wir jetzt auch noch was. Turianische Rebellen nehmen wir erstmal, glaube ich. Genau. Morning, was haben wir hier? Kryostrahl, Verbrennung. Wissenschaftler. Ne, wir nehmen mal hier Verbrennung. Das sieht doch schon mal ganz. Kryostrahl. Komm. Guck mal hier. 5 Sekunden. Ist jetzt auch nur 1 Sekunde, ne? Ist nicht so viel. So. Kollektoren-Partikelstrahler, den benutzen wir erstmal. Präzise und tödliche Waffe mit konzentrierter Strahlung. Enorm effektiv gegen Schilde, Barrieren und Panzerungen. Die für einen Strahler mit akzeptabler Zerstörungskraft nötige Energie ist um ein Vielfaches höher als beim Abfeuern eines Projektils mit hoher Geschwindigkeit über ein Masseneffektfeld. Die von ihnen erbeutete Waffe scheint eine Strahlenwaffe der Kollektoren zu sein, aber alle Versuche, sie zu analysieren und nachzubauen, sind bisher gescheitert. Vermutlich könnten die Techniker der Normen, die mit genügend Forschungsaufwand eigene Strahlwaffen herstellen, vielleicht sogar in größeren Mengen. Na, das wird sich zeigen, ne? Die behalten wir erstmal, die Strahlenwaffe, und schauen, wo Tali sich aufhält. Boah, ist da anders.